Ja, warum bist du denn heute auf der Straße? Warum demonstrierst du hier? Ja, weil ich einfach nicht gut finde, was in der Ukraine momentan passiert. Ich finde es einfach scheiße, dass zum Beispiel, dass die Bundesregierung eine faschistische Regierung in der Ukraine unterstützt, und deswegen bin ich hier. Weil es darf kein Krieg ausbrechen. Потому что сегодня на Украине погибают невинные люди, сегодня убивают людей, сегодня бомбят мирные города, бомбят жилые кварталы. И, конечно, это очень важно, что люди во всем мире показывают свою солидарность и требуют остановить эту так называемую антитеррористическую операцию, которую проводит киевское правительство, в которой погибают ни в чем невинные люди. А, несомненно, немецкое правительство играло огромную роль еще со времен Майдана. Вы знаете, что министр Штайнмайер, например, он никогда не станет встречаться здесь с представителями НПД. Но в Киеве он приглашает представителей фашистской партии «Свобода» в немецкое посольство, и таким образом люди видят, что он их признает. И, конечно, эта роль была очень и очень опасной. Wir finden vor allen Dingen ganz furchtbar, dass dieser distanzlose Umgang mit den Faschisten in der Ukraine gefährlich ist und verantwortungslos ist. Und ich denke, man muss natürlich auch mit solchen Menschen reden, wenn man also sie auch weghaben will. Aber man muss nicht sich fotografieren und Hände halten dabei. Das heißt aufwerten, und es ist einfach gefährlich. Wie beurteilen Sie denn die Rolle der großen Medien hier in Deutschland, wie die über diesen Konflikt, über diesen Krieg berichten? Ja, das finden wir empörend und ebenfalls verantwortungslos. Richtige Kriegstreiberei haben die teilweise betrieben, und sie lehnen das natürlich ab und sagen, sie würden objektiv berichten. Aber wir befassen uns sehr genau mit den Medien und haben festgestellt, dass es nicht der Fall ist, dass sie also wirklich eine verantwortungslose Kriegstreiberei vorgenommen haben. Hoch die internationale Solidarität! Der Hauptgrund, warum ich hier bin, ist, dass ich der Meinung bin, dass die Waffen endlich schweigen müssen und dass das Morden in der Ostukraine aufhören muss und dass es deeskaliert, die ganze Geschichte deeskaliert und nicht weiter eskalieren darf, damit es zu Frieden, zu Verhandlungen und zu Lösungen kommen kann. Das kann nicht mit Waffen erzwungen werden. Warum sind Sie heute auf der Straße? Ja, weil wir gegen Krieg in der Ukraine, in der Ostukraine sind. Ja, wir hätten gerne die Kinder helfen, die da sind, die Leute helfen, die da widerstehen einfach. Ja, einfach so. Das liegt einfach auf unseren Herzen. Was sind das für Zwecke der deutschen Regierung, sich da zu engagieren in der Region? Die Zwecke sind ziemlich eindeutig. Es ist zum einen auch eine Politik der Schwächung Russlands natürlich. Es ist ein Interesse der europäischen imperialistischen Mächte an dem ökonomischen Potenzial der Ukraine von Anfang an, seit 1990, an den landwirtschaftlichen Flächen, an den Rohstoffen. Ich finde es ziemlich beschämend, was bisher aus der radikalen Linken hier in diesem Land für ein ohnmächtiges Schweigen gekommen ist. Wenn man sich die aktuelle Situation in der Ukraine anguckt, wenn man sich anguckt, wie der deutsche Imperialismus gemeinsam mit dem US-amerikanischen den Druck der Krise nutzt, um sich mehr geostrategische Einflusssphären zu sichern, und man wieder 100 Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges auf einmal wieder diese antirussische Stimmung in der Luft liegt. Für uns als antifaschistische Gruppe hier in Berlin ist es sehr erschreckend, dass, obwohl wir hier eigentlich eine starke linke Bewegung auch in der Stadt haben, es bisher nicht gelungen ist, eine dezidiert antimilitaristische und antiimperialistische Stellungnahme und Aktion zu den Ereignissen in der Ukraine auf die Reihe zu bringen. Heute ist sozusagen der erste Anfang bundesweit der radikalen Linken, ja, selbstständig zu dem Thema was zu sagen. Und ich bin nicht der Meinung, dass man diesen Konflikt, dass die NATO da was zu suchen hat. Aber im Gegensatz zu Ihnen meint die NATO ja, dass sie da absolut was zu suchen hat. Was sind denn das für Zwecke, die da verfolgt werden? Ja, ich denke mir, das geht um die Rohstoffe der Ukraine. Ukraine ist ein rohstoffstarkes Land. Der Osten ist auch stark industrialisiert und mit Hochtechnologie-Industrieunternehmen versehen. Das wird wohl das Zentrum sein. Aber es gibt auch den geopolitischen Aspekt. Ich denke mir, der Westen ist momentan mehr oder weniger am Absteigen. Und der Westen, vor allen Dingen die USA wollen Europa dazu pushen, dass sie diesen Abstieg verlangsamen oder rückgängig machen.
Hier wird demonstriert gegen die Eskalation in der östlichen Ukraine, gegen den Bürgerkrieg, der schon begonnen hat. Die Situation in der östlichen Ukraine hat sich von Tag zu Tag verschärft. Wir erfahren nicht sehr viel darüber und sind überhaupt sehr stark desinformiert worden in den vergangenen Wochen und Monaten. Ich denke, es kommt jetzt sehr darauf an, auch Solidarität zu entwickeln zu den Opfern dieses Bürgerkrieges. Ich habe gehört von bösen, wirklich üblen Verfolgungen der Linken in der Ukraine. Anschläge auf linke Parteibüros, auf linke Abgeordnete und so weiter. Es war natürlich ganz besonders furchtbar, was wir aus Odessa hörten und auf wenigen Bildern auch sahen. Unsere Medien haben das so dargestellt, als wüsste man nicht genau, von wem das ausgegangen ist, dass da im Gewerkschaftshaus in Odessa über 40 Menschen erstickten oder verbrannten. Eigentlich ist, wie mir scheint, alles völlig klar, was da passiert ist. Aber es wird abgetan, etwa eben mit der Bemerkung, ja, man weiß nicht genau, ob es die oder jene Seite war. Es wird höchste Zeit, dass die Medien demokratisiert werden. Hören Sie auf mit der Regierungspropaganda, hören Sie sofort auf mit der Kriegspropaganda. Die Separatisten in der Ukraine, die sich gegen die Bombenangriffe des ukrainischen Militärs, in dem sich auch der rechte Sektortunnel zur Wehr setzt, sind dagegen Terroristen und gröhlender Mob. Soweit zu unseren Medien. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten erhalten von uns Milliardenbeträge, 7,5 Milliarden Euro im Jahr, damit sie uns zutreffend und umfassend informieren. Aber die Informationen, die sie uns aus der Ukraine liefern, sind einseitig, parteiisch, unwahr oder halbwahr, was noch gefährlicher ist. Wie schätzen Sie denn die Rolle der Bundesregierung ein in diesem Konflikt? Wie stellt die sich hier auf? Also ich bin entsetzt darüber, dass der Außenminister Steinmeier sich mit Faschisten an einen Tisch gesetzt hat in Kiew. Und ich bin entsetzt darüber, dass ein Außenminister sich verbieten lässt von der Führung in Kiew, einen Kranz zum Gedenken an die Toten beim Gewerkschaftshaus in Odessa niederzulegen. Und ich glaube insgesamt, dass die europäische Politik, insbesondere die auch der Deutschen, dort eben zur Zuspitzung dieser Konflikte beigetragen hat. Und das Problem insgesamt ist, der Hintergrund dieses Konfliktes, dieses EU-Assoziationsabkommen, ist ein Assoziationsabkommen, was beinhaltet, dass die wirtschaftlichen Strukturen, wie sie in der Europäischen Union sind, auf die Ukraine quasi angewandt werden sollen. Das heißt, das wird eine Verarmung geben zuerst mal, das wird eine Privatisierung umfangreich geben. Und das ist was, was der Bevölkerung dort schaden wird. Und es geht da konkret bei diesem Assoziationsabkommen um wirtschaftliches Interesse. Und das soll damit durchgesetzt werden. Und wir fordern die Bundesregierung auf, dass sie endlich bei der sogenannten Regierung der Ukraine Einfluss nimmt, dass dieser Antiterroreinsatz endlich beendet wird. Und wenn Menschen zu Terroristen stigmatisiert werden, ist das immer ein Zeichen, dass gelogen wird und dass Interessen dahinter stehen und dass Krieg gerade läuft. And of course our people are watching internet, watching social networks and they are following what is going on. So they would be really glad to see that in the Berlin Wall this great demonstration. Und unsere Leute verfolgen auch das Internet, verfolgen die sozialen Medien und die sind wirklich froh, hier auch diese Demonstration heute in Berlin zu sehen. Thank you for your solidarity and no pasaran.